Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge unseres Jagged Alliance 3 Let's Plays. Ich bin der Palzi. Wir haben in der letzten Folge die drei südlichen Sektoren nochmal überprüft, die Milizen maximiert in Forlo Bleu und in Erny, haben dort als Belohnung, als Questbelohnung auch noch ein Farmers erhalten, das gerade von Kalina repariert wird. Der Trupp im Süden ist aber hundemüde und ruht sich gerade aus. Der Vertrag mit Omrin läuft aber auch aus. Und ich würde jetzt gerne mal gucken, was denn die Alternativen sind. Omrin haben wir ja wirklich nur angeheuert. Anfangs wegen seiner Treffsicherheit. Die ist mit 80 ganz okay. Überwachung im kreisförmigen Bereich haben wir nie genutzt. Verringerter Genauigkeitsabzug, ja, klaustrophob, er war in dem Bunker da, gerade, nicht gerade begeistert. Garantiert minimale Genauigkeit, ablenkender Schuss, entfernt Überwachung, aber das hätte ja auch Rosa inzwischen. Und wenn wir dann mal gucken, was denn so verfügbar ist. Ich meine, Omrin hat nur 80er Treffsicherheit. Grizzly steht da in nichts nah. Und hat zum Beispiel schwere Waffen. Schwere Waffen sowie Maschinengewehre. Das ist weniger interessant mit den Nahkampfangriffen aus der Hüfte, Angriff mit dem Maschinengewehr. Also der könnte das Maschinengewehr, das gerade von Kalina repariert wird, durchaus benutzen. Wenn wir für das überhaupt Munition haben. Wie ist denn das? Kann ich hier mal ins Sektorinventar? Das schießt mit 762 mal 51. Aber nicht Warschauer Pakt, sondern die Standardmunition. Also die NATO-Variante. NATO-Match. Da haben wir 62 Schuss. Das ist auch nicht sehr viel. Vielleicht müssen wir das Munitionsmachen in Erny mal nutzen, um ein bisschen Vorrat anzulegen dann. Denn das Farmers würde ich schon sehr, sehr gerne einsetzen, muss ich sagen. Ihrer Geschützmunition für Raketenwerfer. Mörser haben wir auch noch nicht. Wir könnten uns ein weiteres Visier basteln. Haben aber auch nicht so viel Bauteile, muss ich sagen. Also Grizzly wäre auf jeden Fall eine Option. Ich mag Grizzly. Habe ich in Jagged Alliance 2 sehr geschätzt, den Herrn. So, was haben wir denn bei den Veteranen? Und Grizzly wäre durchaus für 14 Tage bezahlbar. Müssen aber auch dran denken, dass wir mit Kalina und MD demnächst auch wieder verlängern. Oh, oh, oh. Die haben ja nur noch 5 Tage. I just remembered when the last full moon was. This means my contract is at an end. Renew? Hallöchen. Ich höre gerade. Ich habe hier ein Problem. Mit den Kopfhörern. Ich höre auf meinen Kopfhörern nichts. Kurzen Moment. Okay, kann weitergehen. Ich habe mich nämlich eben gewundert, warum Kalina nichts gesagt hat. Warum konnte ich hier... Ah, jetzt 4200, 8400. Also wir haben ein finanzielles Problem. Wir haben dann echt einen Engpass. Wie ist das mit MD? I don't know how to say this, but my contract. It will expire, I guess. Maybe we can continue working together? MD 7 Tage 2,8, also 2,9.
Das heißt, wir würden 1,8 sparen. Das waren jetzt 4,7 und 8,4. Wir müssen aber auch noch aufs Festland rüber. Also wir können uns einen neuen Söldner wohl erstmal abschminken. Bei ihr ist es egal. 4,2,8,4. Dann verlängern wir hier erstmal um 7 Tage. I hear there should be treasure on the adventure. I want some treasure to bring back home. Ah, sie will mehr Geld. Naja, gut. So, und dann MD. ...4.700. Das heißt aber, da wir keinen neuen finanzieren können, müssen wir vielleicht doch noch mit Omrin verlängern. 2.870. Blavny, contract is nearly over. Omrin needs money for food. Let us make new contract. Oder schicken wir ihn komplett nach Hause? Nee, können wir... Ich mag we will spit on it, and then I will eat and nap. Das ist nicht gut. Also neue Söldner ist... nicht drin. Und MD... Wir müssen aber auch noch aufs Festland rüber und ich weiß nicht, was das kostet. Vielleicht habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Dann schmeiße ich die Aufnahme weg und fange nochmal neu an, ohne zu verlängern. Da müssen wir halt irgendeine Mine angehen. Ich weiß immer noch nicht, welche. 2812 pro Tag. Beide. Also ist es eigentlich völlig egal. Vielleicht habe ich mit dem Geld doch ein bisschen sehr gequarzt. Jetzt müssen die aber erstmal ankommen. Well done. If you need me, I will be reading my book. So, und hier ist irgendjemand nicht mehr müde in 10 Stunden. Kalina hat Sachen repariert. Der Rest bei den beiden ist exzellent. MP40, muss das repariert werden? Sie sieht das in einem anderen Trupp aus. Haben wir da noch ein repariertes MP40? Ja. Ganz ehrlich, dann wird das geschrottet. Da ist noch eine AK, ein 82er Zustand von dem Gewehr 98. Wenn wir noch ein 82er Gewehr 98 haben, dann können wir das da auch zerschrotten. Doppelläufige Schrotflinte. Würde 8 Teile bringen. Da warte ich jetzt wirklich, bis die anderen wieder da sind. Dazu muss Steroid sich aber erst noch erholen. Jetzt können wir die auch reisen lassen. Do not worry, I am here.
So, und eigentlich müssten ja alle ausgeruht jetzt sein, denn die anderen beiden, die beiden Damen haben ja auch nichts weiter getan. Dann bitte mal in die Truppverwaltung. Kann ich die jetzt hier in einer bestimmten Reihenfolge sortieren? Vor allen Dingen, welche Reihenfolge hätte ich dann gerne? Ach komm, schmeiß einfach rein. Schließen. So. Das wäre das. Das heißt, wir müssen an der Mine ran. Also wir wollten auch noch gucken wegen Munition, ne? Ach, machen wir jetzt erstmal Inventarmanagement. So. Rosa ist okay, das Inventar. Bei der Waffe weiß ich nicht so genau, ob ich die Uzi noch optimal finde. Andererseits verschießt die 9 mm. Und ich glaube, von 9 mm hatten wir noch ausreichend Munition, ja. Für die Farmers haben wir überhaupt keine Munition. Barry, was hast du dabei? Du hast eine AK in Reserve, Peacemaker, Stabgranaten ist okay. Hatte Steroid, ne, ups. Steroid nicht noch Stabgranaten? Er hat vor allen Dingen hier noch Waffen. Kampfmesser, Kampfmesser. Der Rest von seiner Ausrüstung ist okay. Omrin hat nur ein Brecheisen. MD hat noch Dinge. Stabgranaten dahin. So, wir haben jetzt also einen Helm noch. Der ist nicht im besonders guten Zustand. Aber den bekommt Barry, denn der ist mit seinem Sprengstoffskill definitiv der wichtigste Mann in dem Trupp hier. MP40 verschießt 9 mm Munition. Davon haben wir genug, ist okay. Wie viel Munition haben wir denn vom Warschauer Pakt insgesamt? 152 ist eigentlich ganz ordentlich. Könnte man tatsächlich drüber nachdenken, ob man ein weiteres AK einsetzt. Aber da haben wir ja auch noch eins auf MD. Und wer sollte das weitere AK benutzen? Das ist ein okay. Da haben wir noch ein AK. Die werden alle gar nicht richtig genutzt. Also lassen wir das erstmal. Zweites Gewehr 98. 7,62 mal 51. Wir haben nicht besonders viel NATO-Munition und Kalina braucht das eigentlich. Nee, dann nicht. Das MG lassen wir, ja, lassen wir es hier auf Ernie Island oder? Das verschießt aber auch NATO-Munition. Den Einsatz können wir uns im Moment nicht leisten. Und 5,56er haben wir nicht. Würde ich aber wahrscheinlich mitnehmen, die Waffe. Falls man irgendwo darüber stolpert, denn das ist ja schon echt ein geiles Ding. Vielleicht gibt es da auch Besseres, aber ich könnte noch ein Zweibein anbringen.
man das mit oder nicht? Meine, an sich, Steroid kann genug schleppen. Omrin ist auch relativ kräftig. Pack 1 Steroid. Dann haben wir das zumindest dabei. Überlege gerade, ob man wechselt, ob man das AK vielleicht Steroid gibt und das MP als Zweitwaffe an Barry. Omrin ist okay, ist halt ärgerlich, dass man hier nichts. Kann man da? Nee, kann man nicht. Ich glaube, habe ich schon 100 Mal probiert. Und es geht einfach nicht. Kalina ist okay, MD ist okay. Ist echt nur noch die Überlegung großer mit der Uzi. Und dann halt Barry Steroid. Nee, ist okay so. Wir werden keine Munition bauen. Wir haben noch keine Zeit mehr. Und müssen erstmal ans Festland ran. Und jetzt halt die Überlegung, die Mine oder die. Prinzipiell wahrscheinlich beide. Das ist jetzt, nee, nicht nur wahrscheinlich, sondern ziemlich sicher beide. Es ist nur eine Frage der Reihenfolge. Hier ist der nächste Hafen 4 Felder entfernt, beziehungsweise 2, aber da müsste man sich durch Flea Town noch durchprügeln. Hier sind es auch nochmal 3. Und hier ist der nächste Hafen direkt im Nachbarsektor. Kann man? Das ist jetzt die Frage. Wenn wir jetzt hier hinfahren, ich würde halt gerne sehen, ob im... Ja, ziemlich sicher werden im Hafen Leute sein. Müssen wir jetzt mit dem Typen nochmal reden oder können wir jetzt einfach reisen? Gucken wir nochmal rein. Vielleicht gibt der Zeta einem auch noch mal was von wegen Rabatt oder so. Rosa. Certainly. Hello, my friends. Wir brauchen ein Boot. Of course, friends. You have a discount for helping us, you know. When you're good to go, just open the map and show me the route. And I'll get old Betty gassed up and ready for travel. Keep in mind that once I drop you on the mainland, I'll be heading back home. You can rent another boat from any port sector on the mainland. Goodbye, my friends. So, dann... Die Route endet in einem Wassersektor. Ja, ich will ja auch eigentlich erstmal nur dahin fahren, um zu wissen, ob da in dem Sektor C3 welche sind. Denn dann könnte man sich ja bequem über die Wüste vorwärts bewegen.
wenn man so im Hafen anlandet, ich gehe davon aus, dass da Truppen stehen. Das ist Arbeitsthese. Gesamtzeit ist 12 Stunden. Das heißt, wir kommen in der Nacht an. Ist also wahrscheinlich nicht ganz so kritisch. Aber 12 Stunden. Achso, und was kostet es? Das ist ja doch das andere. $20. Das heißt, wir können mit MD verlängern. I don't know how to say this, but my contract, it will expire, I guess. Maybe we can continue working together? Ja, können wir. That's wow. Thanks. I will continue doing what I do, I guess. Ja, du bist der Beste. So, das heißt, wir brauchen uns jetzt erstmal keine Gedanken über die Vertragslänge machen. Das ist, da sind wir auf der sicheren Seite. Aber die Söldner kosten uns halt auf den Tag runtergerechnet $2,600. Das heißt, die eine Mine wird uns gar nicht so viel voranbringen, denn die bringt ja nur 2.800. Und jetzt verstehe ich auch tatsächlich, was die Leute meinen, wenn sie sagen, das Spiel zwingt einen dadurch, dass die Minen relativ schnell dann ihren Geist aufgeben, ausgebeutet sind, zu sehr, sehr schnellem Handeln und nicht in der Lage zu sein, die Söldner anzuheuern, die man eigentlich möchte. Ne, denn aufgrund der finanziellen Lage müssen wir jetzt ganz schnell eigentlich zwei Minen holen. Und das heißt, da und da. Und wenn dann eine davon auch wieder ausgebeutet ist und keine Einkünfte mehr liefert, dann steht man wieder blöd da. Und ich glaube, ich habe jetzt ein erstes Gefühl dafür. So, aber dann wollen wir mal los. Let's move. Nothing is happening here. We will make something happen somewhere else. Barry hat wieder zwei Hohlladungen. Die haben wir auch noch nicht eingesetzt. Oh, oh, oh. Kann man das jetzt noch ändern? Denn da ist ja so ein Diamantenfritze, ne? Und das sind nur 5 Leute. Diamanten sind Geld. Ich will den Trupp eigentlich Friedhof von Broken Hill. Das da ist die Savannenküste. Wenn man den abfangen könnte. Ich weiß gar nicht, wie viel der das letzte Mal dabei hatte, als wir in Forlo Bleu was erobert haben. Aber das wäre ja schon ein Leckerchen, ne? Das waren definitiv fünfstellig, würde ich sagen. Ich muss jetzt, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das Ziel ändere. Ich speichere das jetzt schon mal, das werde ich nach der Folge dann eh wieder überschreiben. Ich will, dass ihr... Nee. Das war genau das, was ich nicht wollte. Ich wollte, dass ihr dahin reist. Okay, da wissen wir Bescheid. Also,
Das halte ich auch nicht für gut. Es sei denn, ich habe irgendwas nicht kapiert am Reisen. Da war doch irgendwann mal der Hinweis mit Umschalten. Nee, das ist genau das, was nicht... Oh, das ist ätzend. Kann man mit Rechtsklick... Rechtsklick, Reise beenden. Nee, das... Naja, dann verpassen wir den Diamanthändler wohl. Oder müssen schnell hinterher dann irgendwann. 7. Die Fischer. Die sehen ja auch nicht gerade freundlich aus. Da haben wir einen Legionstrupp. Das scheint ungefähr die Zusammensetzung zu sein, wie der Trupp, der Ernie angegriffen hat. Ne, das ist halt oben links, das ist ein Scharfschütze. Dann der Truppanführer. Die nächsten beiden sind Marodeure. In der unteren Reihe, das sind zwei Schergen. Und das, die mit den weißen Augen im, und dem roten Gesicht. Ich glaube, das waren... Hier Granatwerfer, Grenadiere. Naja, gut, dann müssen wir jetzt hier wohl weitermachen. Continuing to Destination Sector. Und automatisch auflösen. Ne, ich glaube, das wird nicht so. 3 Gangster, Guard, 1 Vollstrecker und 2 Headhunter. Headhunter klingt auch nicht so nett. Savannenküste, Feuersturm, Sichtweite verringert. Charaktere können Energie verlieren und ohnmächtig werden, wenn sie im Kampf zu nah an einem Feuer stehen. Oh. Da ist ein Waffenschmuggler. Ich glaube, wir haben hier nicht als... Wir können sie ja erstmal setzen und dann jetzt auch noch einzeln platzieren. Ein Licht ist so ein Dämmerlicht, würde ich sagen. Deckung haben wir hier nicht viel. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal in gesicherte Position in irgendeiner Art und Weise begeben. Wir können nicht sicher sein, dass da leer ist. Aber dennoch würde ich das Gros der Feinde eher hier vermuten. Vielleicht auch bei dem Sonnenschirm im Haus, vielleicht auf dem Haus. Denn es führt eine Leiter nach oben. Ich hätte von Anfang an an der Küste da landen sollen. Naja, jetzt ist es zu spät. Also hätte ich das gewusst, dass man hier direkt am Pier anlegt, dann... So, das heißt, wir müssen möglichst schnell in irgendeine Form von Deckung. Vielleicht hier hinter den Sofas, die Kisten... Diese, was ist denn das? Das ist so eine... Ach, das sind auch irgendwelche Kisten, nur die mit einer Plane zugedeckt sind. Waffenschmuggler ist ja vermutlich kein Feind. So, wie machen wir es? Kalina, wo will ich Kalina hinhaben? Gibt es eine Option, hier auf das Dach zu kommen? Nein. Das heißt, Kalina vielleicht hier hinter die Kiste mit der Option oder hier liegend insgesamt. Yes? Kalina.
Ah. Der Mann mit dem majestätischen Körper kann vielleicht die Position halten. Barry hätte ich auch gerne irgendwo hier mit der Option hier hinzugehen, um dann Granaten werfen zu können. Hallo. Kann dabei abgesichert werden von Omrin. What? Dann Rosa hier. Und Ready MD to, würde ich erstmal hier hinter der Kiste lassen, dass der schon Deckung hat. Look. Oh shit, there's an enemy over there. The omens are clear. We must do this for future okay. success, Glavny. Glavny, ja, Glavny, Glavny. Say that you Glavny. So, sieht der Headhunter irgendwas? Nein. Oh, jetzt kommt er aber doch bedenklich. Aber er hat niemanden im Visier. Und im Visier haben solltet ihr auf jeden Fall dann die nächste Folge. Denn diese endet hier. Und jetzt, ich hoffe, es hat gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut. Achso, denkt an ein Like und ein Abo. Macht's gut, euer Palzi.